Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Heute wollte ich mal wieder einen Liquid Lipstick für euch bewerten, weil ich habe ja so eine Reihe, wo ich ganz viele Marken teste und euch so meine Meinung dazu sage. Heute geht es um den Melted Matte Liquid Lipstick von Too Faced. Ich habe in einer Haul von mir, das habe ich euch gezeigt, das war so die Sephora Haul als Karstadt mit Huda Beauty, ja, mit der Tussi halt, ne, mit ihr kooperiert hat und mit Sephora und diesen ganzen UK-Marken, sag ich mal. Und ich war natürlich neugierig und hatte ein bisschen gespart und dachte, hauen wir mal ein bisschen auf die Kacke. Und habe mir verschiedene Marken gekauft und von jeder Marke so eine Sache, um sie zu bewerten, um zu gucken, wie sie ist, weil ich kannte die Marken so nicht wirklich. Und da habe ich mir von Too Faced den Melted Matte Lippenstift gekauft für 20 Euro. Und also ich habe jetzt nochmal geguckt, auf Douglas kostet 20 Euro, keine Ahnung, was er damals gekostet hat, ne? Und ja, ich bin ja auch so ein kleines Verpackungsopfer und ich fand, das ist eine coole Verpackung für einen Liquid Lipstick, wobei die halt nicht so standardmäßig ist. Aber fangen wir mal an mit meinen ganzen Anforderungen, die ich so an einen richtig guten Lippenstift habe. Also erstmal, ich trage den Liquid Lipstick jetzt seit 7 Stunden ungefähr. Ich habe den nicht nochmal aufgetragen. Ich zeige euch das mal so. Als erstes gucke ich natürlich darauf, dass der Applikator gut ist, weil man unterschätzt das. Ein guter Applikator ist mega wichtig. Du kannst den besten Liquid Lipstick der Welt haben. Wenn der Applikator scheiße zum Auftragen ist, habe ich auch schon gehabt, bringt es gar nichts. Der von Too Faced sieht so aus. Also so wie die meisten. Ne? Angeschrägt, nicht so fluffig, gut, wie heißt das, gut fest. Ich trage ja meine Liquid Lipsticks immer auf, ohne Lip Liner zu benutzen. Und das ging hier völlig klar. Also ich habe einmal korrigiert, das war absolut okay. Konsistenz beim Auftragen ist auch gut, also das geht auf jeden Fall klar. Dann achte ich natürlich darauf, dass ein guter Lippenstift keine Spuren an Servietten und Gläsern hinterlässt. Und das hat mich so genervt bei diesem Lippenstift. Also das hat mich so genervt. Ich habe Peer Energy getrunken, während ich ein anderes Video für euch gedreht habe. Ich weiß gar nicht, das erste Mal künstliche Wimpern aufkleben. Ich habe sie wieder abgemacht. Beim Energy trinken war mein ganzer Energy. Ich habe das dann weggewischt hier mit so Rose, also mit so Farbe. Und das mag ich gar nicht, weil, weiß nicht, stell dir vor, du gehst halt, was weiß ich, mit jemandem was trinken, trinkst einen Schluck und hast immer so große Lippenstiftspuren am Glas. Das mag ich überhaupt nicht. Wenn es so dezent ist, okay, aber wenn es so doll ist, weiß nicht. Meine Mama hat mir immer gesagt, das ist doof. Und da achte ich nun mal drauf. Der hinterlässt auf jeden Fall Spuren an Gläsern, an Servietten und so, wenn du damit trinkst. Auf jeden Fall. Ein guter Lippenstift soll nicht bröckeln nach gewisser Zeit, gerade Liquid Lipstick. Ich sag jetzt ab und zu Lippenstift, damit ich nicht die ganze Zeit Liquid Lipstick sage, weil irgendwann nervt das oder könnt ihr ein Trinkspiel draus machen. Naja, er bröckelt nicht wirklich, guck mal, nach 7 Stunden. Aber man sieht das hier schon so beim Piercing. Ich peele meine Lippen oft, gerade bevor ich sowas auftrage und wische das nochmal mit einem Tuch ab, damit keine Rückstände da sind, bla bla bla. Und hier seht ihr das ein bisschen, dass das schon so leicht bröckelt. Komm, meine Nasenlöcher. Digga, wenn ihr Bock habt, wenn ihr Lust habt, hier, mach mal einen Screenshot. Ich habe letztens so gefeiert, da habe ich so ein Video gedreht und meine Nasenlöcher gehen manchmal so beim Reden so größer. Hat eine Zuschauerin so ein Foto gemacht, wo ich irgendwie so hing. Hat sie hier YOLO hingeschrieben. Also wenn ihr Bock habt, ich freue mich immer über solche Fotos, ich muss immer mega lachen. Wobei, stehen geblieben. Er bröckelt auf jeden Fall ein bisschen. Seht ihr hier, also nach 7 Stunden, ja. Sieht dann halt so aus, als wären die Lippen da mega trocken und so, nicht rissig, aber so, wenn sich, als ob sich ein bisschen Lippe abblättert, aber es ist dann wirklich tatsächlich Lippenstift. Der perfekte Liquid Lipstick fühlt sich gut an auf den Lippen und da habe ich ja wirklich viele Marken getestet und weiß ich nicht, also ich fand, dass der Melted Matte hier sich so ein bisschen trocken angefühlt hat, leicht pappig, so dieses, aber auch trocken und das war irgendwie nervig. Also so, ich hatte schon öfter das Bedürfnis, so mit der Zunge drüber zu gehen, habe es aber nicht gemacht, weil ich ja weiß, wenn er mit Wasser trinken in Kontakt kommt, ist auch schmierig. Aber er fühlt sich jetzt, es ist nicht extrem unangenehm, aber für mich, für die Verhältnisse und den Vergleich, den ich zu ganz vielen anderen Marken habe, war es schon nervig. Also dann soll ein guter Lippenstift beim Küssen oder so nicht kleben oder
komisch schmecken. Schatzi hat sich nicht beschwert. Also er war jetzt nicht irgendwie klebrig und Schatzi hat jetzt auch keine pinken Lippen. Das habe ich auch schon gehabt bei Kylie Jenner Liquid Lipsticks. Schatzi einen Knutsch gegeben. Er rote Lippen, ich so, alles klar. Dann möchte ich natürlich von einem guten Lippenstift, dass er lange farbintensiv ist. Also ich muss sagen, nach 7 Stunden ist er schon echt immer noch ziemlich farbintensiv. Also doch. Das fand ich ganz gut. Ich habe mir den auch in der Farbe geholt, weil ich den in fast derselben Farbe von Jeffree Star habe. Ich glaube Prom Night oder Masochist, eins von beiden. Aber ich Jeffree Star Qualität gut finde, aber nicht so krass, dass es absolut sorgenfrei ist. Und da wollte ich mal gucken, wie der hier ist. Aber die sind eigentlich fast identisch, wenn ich ehrlich bin. Er geht da, also von der Farbintensität geht das meiner Meinung nach völlig klar. Nach 7 Stunden. Ich habe auch gegessen. Was habe ich gegessen? Also wenn es euch interessiert, mich würde das immer mega interessieren, was die andere Person gegessen hat. Ich habe so Brötchen gegessen, so mit Käse und so, ne? Nichts Spannendes jetzt, also seitdem ich den drauf hatte. Dann muss ein Liquid Lipstick fettiges Essen aushalten. Also bei dem hier, ich hatte den schon mal drauf. Ich habe den ja 2-3 Mal getestet. Ja, nee, er schmiert halt, ne? Also er schmiert schon doll und verliert dann schon an Farbe so. Es ist schon eine schmierige Angelegenheit, ne? So, dass du permanent so eine Serviertüte und was weiß ich. Da ist natürlich auch der große Nachteil an diesem Lippenstift. Ich habe meinen Schnurrbart nicht richtig weggemacht. Verdammt. Der große Nachteil an diesem Lippenstift ist, dass er, genauso wie Jeffree Star, dass er hier an den Seiten so kacke wird. Seht ihr das? Hier auch. Dass er da so, weiß nicht, wenn ich jetzt so an der Löffel kratze, dass er so, seht ihr das hier, dass es so verschmiert ist und das feiere ich gar nicht. Und das ist halt doof, weil vielleicht kratzt du dich mal unbewusst und dann hast du halt so einen Scheiß, ne? Und das ist halt so ein Nachteil und gerade mit fettigem Essen hast du das noch mehr. Ich meine, in der Lippe und so geht die Farbe total klar. Also außen diese schmierige und das mag ich gar nicht, weil das sieht halt einfach doof aus, ne? Ich habe meine Lippen auch nicht immer perfekt geschminkt, aber um Gottes Willen, ich mache so eine Lip Liner und so. Manchmal habe ich die auch schief und ich denke, alles klar. Aber dieses, wenn die Lippenstifte oder Liquid Lipsticks außen so wie der hier sind. Jeffree Star ist genau so außen. Das mag ich halt gar nicht. Dann sollen die Lippen natürlich nicht nach kurzer Zeit trocken aussehen, wenn man sowas aufträgt. Also ich fand hier schon, dass sie nach einiger Zeit trocken aussahen. So nach 3 Stunden oder so schon. Nicht extrem trocken, aber trockener, als sie bei anderen aussehen und trockener, als sie so aussehen. Das ist jetzt nicht so ein großer Kritikpunkt, auf den super viele achten, aber es sind halt meine Kritikpunkte, die ich hier mit euch abklappere. Dann wünsche ich mir bei so einem Liquid Lipstick, dass er reihefest ist. Ja, hier habt ihr die Antwort. Er ist null reibefest, also gar nicht. Selbst wenn du so ganz leicht, so gar nicht. Er ist null reibefest. Das fand ich natürlich auch nicht so toll. Dann gucke ich natürlich auch drauf, wenn man sich abschminkt, dass, ja, hier ist auch schon was, dass der Lippenstift nicht so das ganze Gesicht verschmiert. Also, dass du hier komplett jetzt pink wärst in dem Fall. Da ist er ganz okay, was das Abschminken angeht. Du musst dir nicht jetzt hier einen abrubbeln, bis er ab ist, aber er ist schon schwierig. Aber das sind eigentlich fast alle, ne? Also doch, was die einen da nicht haben, haben sie da an Qualitäten und so. Aber es ist eigentlich wirklich fast dieselbe Bewertung wie bei Jeffree Star. Meiner Meinung nach, bei meinen Lippen sind beide wirklich fast identisch. Möchte ich, dass ein guter Lippenstift gleichmäßig aussieht, wenn man ihn aufträgt, gerade Liquid Lipsticks. Es gibt so welche, die trägst du auf, plötzlich bist du hier dunkelrot und hier noch ganz hellrot. Und die sind von der Konsistenz und Farbintensität nicht so, dass du einen gleichmäßigen Auftrag hast. Das hast du hier. Also doch, du hast da, ich korrigiere manchmal nach, gerade weil ich ja ohne Lip Liner das mache. Ich male einfach um mein Piercing rum und auch wenn ich dann hier mal ein bisschen nachkorrigiert habe oder hier, die Farbe war immer überall gleich, das fand ich gut. Naja, also kussecht soll ein guter Liquid Lipstick sein. Geht so, ne? Er hinterlässt schon leichte Spuren. Ich kann jetzt nicht hier machen, ich war bei DM und habe alles pink noch vom Testen. Aber er hinterlässt schon so leichte Spuren, so ein... Ich meine, ich habe ihn jetzt auch 7 Stunden drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber er hinterlässt schon Spuren. Der letzte Fakt, auf den ich dann gucke, ist dann, dass ein Liquid Lipstick den ganzen Tag hält, ohne dass man, oder so lange wie möglich hält, ohne dass man nachschminken muss. Das fand ich hier super. Ich meine, nach 7 Stunden ist die Farbe noch super da. Ich musste nicht nachschminken. Der Nachteil ist einfach, dass er halt an diesen Außenkanten so kacke ist. Dann kann es schon mal passieren, dass man nachschminken muss. Wenn du dich zum Beispiel hier einmal gekratzt hast, dann machst du die Schmierspur weg, die entstanden ist und dann hast du hier, weißt du, wie ich meine, dass du so nachschminken musst, aber im Bereich der Lippe, jetzt nicht die Außenkonturen, musst du es nicht tun, auf keinen Fall und das ist soweit ganz gut. Also so, ja, mein Endergebnis, man muss da wirklich für sich gucken. Ich sag euch ja immer in den Liquid Lipstick Bewertungsvideos meine Ansicht zu Produkten und
meine Kriterien. Manche haben ganz andere Kriterien. Denen ist das egal. Die sind das zum Beispiel gewöhnt, dass sie einmal pro Stunde sich den Lippenstift nachziehen. Und denen ist das egal, ob er reibefest ist zum Beispiel oder wie lange er hält. Also jeder hat ja andere Anforderungen. Und ich teste ja viele Liquid Lipsticks, die ich von Frauen empfohlen bekommen habe. Ich bin auf Facebook vertreten, so mit meiner Facebook-Seite, Facebook-Profil, was weiß ich, und habe in Gruppen gefragt, so, ey, welche Liquid Lipsticks könnt ihr empfehlen? Was sind eure Top-Favoriten? Warum? Und da wurde mir unter anderem der hier empfohlen, wo ich sag, so, weiß nicht, mein Favorit wäre das nicht. Also in mein Top 3 wäre er auf keinen Fall. Es gab aber auch welche, die haben mir Kylie Jenner Liquid Lipsticks empfohlen, wo ich sag, so, Digga, mein Freund hatte knallrote Lippen danach. Das ist für mich überhaupt keine Empfehlung. So, also es geht klar, je nachdem, welche Anforderungen man hat. Und viele, die ich schon getestet habe, wo ich sage, so, pff, würde ich mir nicht unbedingt nochmal holen, außer er hat so eine krasse Farbe, dass ich auf Probleme verzichte oder dass ich damit leben kann. Aber jeder hat halt andere Anforderungen. Und der hier, Too Faced Melt Matt, Melt, ja, der hier halt, war auch von vielen, dass sie sagten, ja, der ist voll gut und ich feiere die Marke und bla bla bla. Da müsst ihr einfach gucken. Ich hoffe, dass ihr Spaß habt. Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, meine Liquid Lipstick Bewertungen bringen euch überhaupt was. Nicht, dass ich hier umsonst hier, das ist meine Lebenszeit so, ne? Ich will ja auch, dass ihr was davon habt. So, ich könnte ja auch hier sitzen und, keine Ahnung, sonst was erzählen. Ich hoffe, ihr habt Spaß an solchen Bewertungsvideos. Bisher waren es nur Liquid Lipsticks. Kommen bestimmt noch andere Sachen. So in Make-up-Videos sage ich oft, wie ich die einzelnen Produkte finde. Es ist auch noch geplant, dass ich mich nur mit einer Marke schminke von verschiedenen Drogerieprodukten. Das hat Hatice Schmidt schon gemacht. Das finde ich echt cool, ihre Videoreihe. Ich wollte es von mir aus auch nochmal machen, um meinen Followern meine Meinung zu manchen Sachen zu sagen. Und ich wurde auch oft schon angesprochen, ob ich so Drogerieprodukt-Videos mache. Und da sage ich dann manchmal so einzelne Bewertungen. Also ihr könnt ja mal sagen, wie ihr solche Videos zu einzelnen Lippenstiften oder Produkten, in diesem Fall Liquid Lipsticks, findet mit meinen Kriterien. Weil ich finde, meine Kriterien sind zwar relativ streng, aber es ist nun mal so. 20 Euro ist schon ein bisschen viel. Ja, ist schon viel, ne? Also ich persönlich finde, das ist viel Geld. Für sowas, da muss man einfach gucken. Falls ihr ihn habt, schreibt mir doch gerne, wie ihr ihn findet. Falls ihr ihn kauft wegen dem Video, schreibt mir gerne, wie ihr ihn findet. Ich bin immer gespannt auf eure Meinung und euren Austausch. Ja, auf jeden, das war es jetzt auch dazu. Ich freue mich auf eure Kommentare. Sag an dieser Stelle, Digis, lass mal Daumen nach oben. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen. Vorsicht, ich darf nicht reiben, sonst habe ich pinke Finger. Und auf Wiedersehen.